Ja, geschätzte Webinar-Teilnehmer, liebe Bayerinnen, liebe Bauern, wir der Rinderzucht Salzburg dürfen Ihnen auf das euer recht herzlichste begrüßen. Daheim heute von Bildschirm. Mittlerweile ist ja das Abhalten für Webinare ganz modern geworden und wir wollen da heute dieses Format nutzen, dass man eigentlich über die Fütterung von Kalbinnen und Ochsen, über die grünlandbasierte Mast von Kalbinnen und Ochsen informierend. Ich möchte zuerst ein paar organisatorische Dinge sagen. Also jeder der Teilnehmer, wir sind jetzt knapp über 70 Leute, jeder der Teilnehmer ist auf stumm geschalten. Es sind da irgendeine Kameras ausgeschalten. Das heißt, es sind nicht hörbar und sichtbar. Hörbar und sichtbar sind nur wir, die was praktisch diese die Präsentation halten. Was wichtig ist, Fragen können gestellt werden. Fragen können über die Chat-Funktion gestellt werden. Wir werden dir während des Webinars sammeln und werden nachher die Möglichkeit haben, die wichtigsten oder ein paar Fragen auszupicken und dir zu beantworten. Wenn mehr Fragen sein sollten und das geht sich zeitlich nicht aus, dann werden wir dir im Nachhinein beantworten und auf die Homepage www.rinderzucht-salzburg.at im Nachhinein beantworten. Gut, was erwartet Ihnen in diesem Webinar zum oder mit dieser großen Überschrift Salzburg Almrind? Wir haben bei Ende Jänner bereits das erste Webinar gehalten, wo es um die allgemeinen und grundlegenden Sachen gegangen ist. In dem heutigen Webinar haben wir einfach den Punkt Fütterung von Kalbinnen und Ochsen ins Wasser pickt, weil wir gemerkt haben, dass das bei den Landwirten, bei den Bauernhäusern ganz ein brennendes Thema ist. Und ich freue mich da richtig schon heute auf einen spannenden Abend. Wir werden heute zu Beginn einfach nochmal kurz die Produktionsrichtlinien erläutern, ganz kurz zusammengefasst, was muss man erfüllen, damit man Salzburger Almrind Lieferant sein kann. Wollen wir noch einen aktuellen Stand geben, wie viele Betriebe, dass sie da schon aktiv bei uns gemeldet haben und auch ein bisschen einen Ausblick, wie die weitere Vorgehensweise ist. Wir werden Ihnen auch einen Entwurf zeigen, wie das Produktdesign ausschaut. Das heißt, wir dann wirklich das Salzburger Almrind auch schlussendlich für den Konsumenten ausschaut. Wir werden noch ein weitergehen mit dem Hauptteil vom heutigen Abend, einen Fachvortrag von Diplom-Ingenieur Rudolf Grabner, ein Experte zu diesem Thema, machen dann, wie gesagt, im Anschluss die Fragerunde, um diese Fragen zu beantworten. Gibt dann noch einen kleinen Vorschau, was wir geplant haben noch in unserer Webinarreihe und kommend, und schätzungsweise nach einer Stunde und 20 Minuten, so war mal ungefähr der Richtwert zum Abschluss. Gut, das war es jetzt zu Beginn einmal von meiner Seite gewesen. Weiter geht es im Webinar jetzt mit ein paar Folien, die der Johannes Siller, Projektbetreuer für das Salzburger Almrind, zusammengestellt hat. Und ich möchte auch gleich das Wort und den Bildschirm an den Johannes übergeben. Ja. Grüß euch auch von meiner Seite, liebe Webinar-Teilnehmer, liebe Landwirte und Landwirtinnen. Ich darf zuvor, vor dem Vortrag von Rudi Grabner, noch kurz ein paar Dinge, wie der Franz schon gesagt hat, zum Salzburger Almrind sagen. Die meisten wahrscheinlich Zuseher werden das Ganze eh schon ein wenig kennen oder schon wissen, weil es echt vermehrt Betriebe sein werden, wo ich eh schon auf einen Besuch hinfahren habe dürfen. Und nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst, was ist das Salzburger Almrind und worum handelt es sich da genau? Es sollte einfach ein regionales Projekt, ein Programm sein für Salzburg, aus Salzburg für Salzburg. Es geht da einfach um eine Qualitätskalbinnen- und Ochsenmast. Auch da habe ich schnell gemerkt, Mast ist bei uns in den Regionen, kommen sehr viele Fragen zur Fütterung, wodurch wir eben auch heute auf das Webinar gekommen sind. Worum geht es uns bei dem ganzen Projekt? Einfach darum, dass wir es schaffen, in unserer Region, im Salzburger Land, Vermarktungsprogramm oder Programm eben speziell für Mast auch zu schaffen, um Tiertransporte zu vermindern und einfach auch zu schaffen, dass wir mehr Tiere in der Region behalten.
das Ganze verankert mit der Almwirtschaft eben auch, dass wir die Almwirtschaft nicht nur sagen wir, in Ökoförderprogrammen rein haben, sondern genauso eben auch in Qualitätsprogrammen. Sein sollte das Ganze auch Betriebsformen, die was für Nebenerwerbsbetriebe, also neben erwerbsfreundliche Betriebsformen ist es oder sollte es sein. Aufgrund dessen, also einfach da bei vielen Betrieben ist der Arbeitsaufwand bisherig sehr hoch und es sollte eine Betriebsform sein, wo es einfach so nebenbei gut möglich ist. Ganz kurz zu den Anforderungen für die Betriebe. Die Mehreren werden das Ganze eh schon, aber ich kenne auch, vielleicht auch jetzt aus der Bauernzeitung. Anforderungen an den Betrieb sind keine allzu hohen eigentlich so gesehen. Es kann jeder Betrieb mitmachen bei uns. Es ist kein Betrieb an irgendeinen Vertrag gebunden oder sonstiges. Die einzigen Voraussetzungen sind eben dieses arme Gütesiegel im Bereich Rindermast oder sie sind eben anerkannte Biobetriebe. Haltungsformen sind wir in der Laufstall oder der Kombinationshaltung, also Anbindehaltung eigentlich mit den Auslauftagen so gesehen und eben GVO-freie Fütterung, gentechnikfreie Fütterung und auf die Tiere muss eben mindestens eine Alpung erfolgt sein. Ist gekoppelt mit den 60 Tage. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz. Alpung zählt dann, wann eine Allmeldung erfolgt. Sprich, wir kontrollieren das dann auch zum Beispiel im E-AMA, ob auf die Tiere eine Allmeldung erfolgt ist. Auch sind da zum Beispiel Gemeinschaftsweiden auch oft dabei, wo es zum Beispiel der Bundesforstekern solche Sachen. Dann ganz kurz auch zu den Klassifizierungen und die Sachen, was muss ich da haben in dem Projekt? In was für Richtung soll die ganze Masse gehen? Sicherlich auch dann auf die Fütterung hin, ganz interessant oder zu berücksichtigen, sagen wir mal so. Wir sind einfach da in diesem AMA-Gütesiegel-Fleischbereich, wo wir einfach die gewissen Kennzahlen vorgegeben haben. Sprich Gewicht von bis, sagen wir bei der Kalbin einfach in die 250 bis 350 Kilo, also Kälter. Und beim Ochsen bei den 330 bis 440, so circa. Und in den Handelsklassen sind wir eben in der Handelsklasse E bis R, also EUR und Fettklasse 2, 3, 4. Das ist einfach nur möglich, dass man da, also die Tiere müssen einfach in dem Bereich liegen, da wir ja mit diesen armen Gütesiegel eben auch arbeiten. So. Dann weiter zum aktuellen Stand und ein bisschen Vorausblick im Herbst oder wie es weitergeht mit unserem ganzen Programm so gesehen. Ich habe jetzt seit Anfang Mai Betriebe besuchen dürfen, Betriebe anfahren dürfen. War jetzt bis dato bei ca. so 65 Betrieben, die was Interesse haben am Salzburger Almrind in naher oder ferner Zukunft, sage ich mal. Das Interesse ist sehr groß bei den Betrieben und man merkt auch schnell, wie vielfältig das Ganze ist. Es geht von bis einfach und da sieht man, dass das Programm nicht speziell für einen Mostbetrieb oder sonstiges ist, sondern dass das Programm einfach wirklich für viele Betriebe möglich ist. So geht eben die Bandbreite, sage ich mal, von den Nachzuchtbetrieben, die was vielleicht mal mit einer Kalm Probleme haben, zwecks Belegung, das nicht aufnimmt oder sonstige Sachen, Mutterkuhbetriebe, für die was das eine weitere Vermarktungsmöglichkeit ist, oder wirklich einfach die Betriebe, die was sagen, sie haben Mächen auf oder sie sind eh schon in der Kalbinnen- und Ochsenmast, wo so gesehen für sie einfach ein eigenes Programm haben, gerade für unsere Berggebiete, sage ich mal. Geplant wäre jetzt dann Start der Schlachtungen, werden wir Mitte, Ende September anfangen mit den Schlachtungen. Es wird dann so gehen, dass wir wöchentlich Tiere liefern in kleinen Mengen. Und das werden wir dann einfach stetig mit der Zeit ein wenig steigern. Natürlich geht das alles nicht von heute auf morgen. Das hat man bei den Tiroler gesehen. Die haben vor 4 Jahren einmal klein angefangen und sind jetzt aber schon bei einer betrachtlichen Menge, was die zum Beispiel jetzt liefern. Und so wollen wir uns auch schon langsam herantasten, sage ich mal. Die Nachfrage beim Konsumenten ist auch vorhanden und die Abnahme ist eigentlich da von unseren Partnern, wo wir ja da in Zusammenarbeit mit dem Spar sind, garantiert.
Da komme ich auch schon zum nächsten, wie das Ganze dann auch ausschauen sollte, weil wir einfach eine kleine Vorschau geben wollen in Herbst hinein oder in Zukunft. Dann wie schaut das Salzburger Almrennen aus? Haben wir da die ersten Produktentwürfe von der Verpackung, von den Verpackungsmaterialien? Es soll einfach schon sorgen, dass das ein edles Produkt ist, wo es von uns aus der Region kommt, das was einfach hochwertig ist. Auch da einfach drauf das Salzburger Land Herkunftszertifikat, einfach aufgrund dessen, da wir da Tiere aus Salzburg haben, die was in Salzburg gemästet worden sind, in Salzburg geschlachtet worden sind. Dann haben wir dieses Salzburger Land Herkunftszertifikat drauf. Und so schaut das Ganze dann, sollte es dann in Zukunft im Spar liegen, sage ich mal, im Herbst ungefähr. Mit dem Salzburger Almrennen-Logo eben. Und dem Salzburger Land Herkunftszertifikat. Dies war eigentlich auch schon alles von meiner Seite her, vom aktuellen Stand und wie es weitergeht, der weitere Fahrplan mit dem Salzburger Almrennen. Und möchte eigentlich somit jetzt an Hauptpart an Rudolf Grabner von der Steirischen Kammer übergeben. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Rudolf Grabner, ich komme von der Landwirtschaftskammer Steiermark und betreue in der Landwirtschaftskammer die Bereiche der Rinderwirtschaft und darf ein bisschen was erzählen über die Fütterung von Kalvinnen und Ochsen im Berggebiet und speziell im Bereich von Almen und Almwirtschaft, was eben sehr gut dazu passt. Wie gesagt, im Referat, in der Abteilung Tiere, Referat Rinder und betreue die Rindermast, die Mutterkuhhaltung und die Almwirtschaft und Farmwild, also den Bereich der Grünlandwirtschaft, eher der extensiven Nutzung und Nutzungsformen und betreue im Speziellen die Ochsenbetriebe, die mit Alma gearbeitet haben, schon über 20 Jahre und da diverse Kalvinnenprogramme, die ich betreuen darf und betreuen kann. Und eben seit 5 Jahren oder 6 Jahren den Bereich der Almwirtschaft. Also ist da eine sehr enge Verbindung zwischen der Fleischerzeugung und der Almwirtschaft. Weiterschalten hat auch funktioniert. Kurze Rückmeldung nochmal. Zweite Folie ist jetzt. Funktioniert, Rudi. Passt, okay. Die Fleischproduktion im Berggebiet ist sehr vielschichtig und kann sehr vielschichtig sein. Die Schwierigkeit ist immer, dass Bauern da etwas vorsichtig sind, weil man eben über Jahrzehnte vielleicht eine Produktionsform gewählt hat, die man macht. Und dann tut man sich ein bisschen schwer beim Umstieg, bei Veränderungen. Grundsätzlich ist eben die Milchwirtschaft ganz wichtig, daraus auch entsprechend Kälber oder Einsteller oder auch die Kombination eben, wenn man die Milchwirtschaft nicht ausweiten möchte, dass man dann Kalvinnen oder Ochsen, zum Teil auch Stiere dann mästet. Kalvinnen und Ochsen passen da an sich sehr gut dazu. In der Steiermark haben wir immer sehr viele Ochsen. Wir schlachten in der Steiermark 1/3 der österreichischen Ochsen, die in Österreich geschlachtet werden. Über 13.000 sind es mittlerweile. Und die meisten sind in Qualitätsprogrammen drin, in Almo, im Alpenochsen. Der Alpenochse ist das, was Salzburg jetzt macht, mit der Spar zusammen, genauso wie der Murbadner. Also wir haben einmal ein generelles Programm zum Ochsen mit der Spar und einmal eins auf die Rasse bezogen. Und dann gibt es auch Murbadner Bio-Ochsen, extra neues Programm. Also wir sind da sehr vielschichtig unterwegs mit Ochsen. Passt da sehr gut. Steiermark ist ein Grünlandgebiet mit großen Grünlandflächen, mit einem großen Anteil von niederen Almen und mittleren Almen. Im Kalbinnenbereich ist es ähnlich. Die Kalbin ist in den letzten Jahren wieder gekommen, sozusagen als Schlachtkalbin und ist sehr geschätzt, weil die Kalbin eine exzellente Grundqualität vom Fleisch hat. Und das, was man im Logo oder in den Folien vom Kollegen Siller gesehen hat, in diesen Fleischverpackungen schaut die Kalbin perfekt aus, von der Fleischfarbe, von der Fettmarmorierung, von der Fetteinlagerung, Auflagefett. Das passt also wunderbar, auch die Teilstückgrößen und vor allem der Geschmack der Kalbin ist faszinierend. Und das merkt man zunehmend, dass auch die Programme, die Kalbin dazunehmen,
zum Beispiel Almo in der Steiermark, ist zwar ein männlicher Name, Almo, aber es werden seit ungefähr 5 Jahren auch Kalbinnen geschlachtet im Almo-Programm. Und es hat auch die Spar eigenes Programm für die Kalbinnen, die dann speziell vermarktet werden. Und eben auch Möglichkeit, Jungrinder zu produzieren, wenn man Mutterkuhhaltung hat. Also man hat da sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich wichtig, dass die Produktion Standort angepasst ist, dass die Grundlagen, die Futterbasis des Betriebes passt, dass alles, was er dann in der Folge drauf macht, dass das zum Betrieb dazu passt und zur Futterbasis auch passt. Nachhaltig, auch ganz wichtig, was gibt der Boden her, was ist die von der Futterfläche her möglich, ohne dass man diese Grundlagen schädigt, wird immer größere Herausforderung. Wir haben in der Steiermark heuer einen sehr trockenen August und jetzt merkt man, dass die Weideflächen, wo Tiere weiden, komplett braun sind, wo dann schon die Erde hervorkommt, das wäre dann schon ein Schaden für den Boden. Also da muss man über einige Jahre sozusagen das ausprobieren, wie viele Tiere das eben die Fläche verträgt. Und wichtiger als dritter Punkt, qualitätsorientiert, die Landwirtschaft und die Bauern, wir müssen uns ausrichten auf den Markt. Was können wir gut verkaufen? Darauf müssen wir unseren Blick in erster Linie richten. Und das ist wichtig. Und da ist auch, gratuliere ich dazu zum Salzburger Almrind. Da sind ein paar Dinge, zwei Punkte stehen da drin. Salzburg für die regionale Erzeugung, Almrind für eine Produktionsort, wo eben die Alm mit eingebaut ist und das Grünland. Also beide Punkte sehr wichtig und sehr gut und sehr treffend. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen ins Detail schauen, Qualitätsfleisch aus Gras, wenn wir uns das anschauen, was ist da wichtig dabei? Grundsätzlich ist es möglich, aus Gras, aus Weideland, aus Almen hervorragende Rindfleischqualitäten zu produzieren. Das ist kein Widerspruch. Also die Alm ist nicht nur rein für die Aufzucht, sondern sie liefert auch wichtige sozusagen Nährstoffe, eine wichtige Zeit, wo die Tiere auf der Alm sind, um dann ein Qualitätsfleisch zu erzeugen. Was braucht man dazu? Das Weide- und Grundfuttermanagement, das muss der Betrieb einmal im Griff haben. Das ist wichtig. Tiere müssen optimal gehalten werden und gefüttert werden. In erster Linie mit diesem Weide- und Grundfutter. Also das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht im Griff hat, dann wird das alles andere schwierig oder teuer. Die Genetik, Rasse, Geschlecht muss man sich anschauen, weil die Schlachtgewichte, Schlachtalter natürlich da eng zusammenhängen. Und auch die Möglichkeiten einer Rasse, einer Genetik muss man im Auge haben. Und dann eben die Schlachtreife. Wenn wir Tiere produzieren, und das ist jetzt für viele Grünlandbetriebe die Schwierigkeit, von Mast zu reden, weil man da von einer Endmast redet, um die Schlachtreife zu erreichen, dann reden wir in der Steiermark bei den Ochsen und Kalbinnen von einer ganz gezielten Mast die letzten 2 bis 4 Monate. Also sonst werden die Tiere normal gehalten, unter Anführungszeichen, und am Schluss dann gemästet. Das passt auch zusammen mit der Wachstumskurve, was da blau unterlegt ist. Das ist die verschiedenen Wachstumsstadien der Rinder. Zuerst in den Rahmen- und Knochenaufbau. Das ist, wie man die Tiere wachsen sehen, sie werden größer. Dann ist die Muskulatur als zweites. Und wenn Rahmen nicht mehr weiter wächst und die Muskulatur auch nicht mehr so schnell wächst, dann kommt der Fett, das Fettgewebe und der Fettansatz. Und genau das ist der Punkt, wo wir von Ausmast und Endmast reden. Der Punkt, wo das Wachstum gebremst ist, wo das Muskelwachstum und Knochenwachstum nicht mehr weitergeht, dort wird dann die aufgenommenen Nährstoffe werden dann in Fettgewebe umgewandelt. Wenn man diese Kurven im Hintergrund hat, dann ist das eigentlich relativ leicht, auch die Fütterung und die Entwicklung der Rinder daher vorherzusehen und dann entsprechend zu reagieren. Wir haben da den Fettansatz und Eiweißansatz. Eiweiß ist also Muskelansatz bei den Tieren, ist bei Stieren, Ochsen, Kalbinnen ein bisschen anders. Also wir müssen da unterschiedlich reagieren. Vor allem die Stiere setzen sehr viel Eiweiß an, weniger Fett, erst am Schluss. Ochsen relativ viel Fett, schon so im mittleren Alter.
und die Kalbinnen beständig bis zum Schluss dann hin mit einem Fettansatz und Wachstum. Wenn wir uns das auch noch ein bisschen detaillierter und genauer dann in der Folge anschauen. Also Standort angepasster Tierbesatz, optimale Weideführung braucht man, gute bis beste Grundfutterqualität mit energiereichem Futter in der Ausmast. Grundfutter hat in der Regel zu wenig Energie für die Ausmast. Das muss man also so sehen. Und darum ist auch die Entwicklung und diese Gewichte sieht man bei mir immer und oft in der Mast. Bis 250 Kilogramm brauchen die Tiere, egal ob Kalbin oder Ochs oder Stier, ein optimales Futter. Bestes Futter eben in Form von Milch und dann im Kälberstarter als Ergänzung, Energie- und Eiweißergänzung. Tiere bis 250 Kilo können das Grundfutter nicht entsprechend verwerten, weil die Organe nicht ausgebildet sind. Im Stadium von 250 bis 600 Kilo ist es eigentlich wurscht, was man den Tieren füttert. Grundfutter, Weide, Alm, Heu, Grassilage, was immer. Das kann eine extensive Phase sein und am Schluss dann wieder die Ausmast mit Grundfutter und einer energiereichen Ergänzung. Das ist also das gesamte, das Geheimnis der Fütterung, eine optimale Jugendentwicklung bis 250 Kilo, dann kann eine extensive Phase folgen und am Schluss eine Ausmast. Und ein paar Grundregeln, die es da gibt, fleischbetonte, großrahmige Tiere benötigen eine höhere Fütterungsintensität. Wenn man da denkt an Kreuzungen mit blau-weißen Belgier zum Beispiel oder Charolais, dann brauchen die ein besseres Futter, also Futter mit mehr Inhaltsstoffen. Großrahmige, fleischbetonte Tiere auf Almen sozusagen zu mästen mit einem großen Anteil an Grünland, das wird sehr schwierig oder geht fast überhaupt nicht. Kleinere, frühreife Tiere erreichen auch bei extensiveren Bedingungen und geringerem Gewicht die Schlachtreife. Und der dritte Punkt, Kalbinnen verfetten früher als Ochsen. Und die optimale Ausmaß bei Kalbinnen ist mit einem geringeren Gewicht. Also das sind drei wichtige Punkte, die wir uns da auch merken sollen. Und da ein paar Grundsätze. Grundfutter ist das Beste, was wir haben von der Fütterung her. Und im Prinzip mit der Weide auch das günstigste Futter, das wir in der Landwirtschaft zur Verfügung haben. Grünland und Weide und Almnutzung mit ist Ziel ist eben für die Kalbinnen und Ochsen Mast mit geringem Kraftfuttereinsatz. Wir wollen unser Grünland, unsere Weide und Almen nutzen. Ein paar Grundsätze, langsame Futterumstellung, Grundfutter eben gut geworben, hohe Verdaulichkeit, gute Nährstoffkonzentration, schmackhaft. Und das Kraftfutter brauchen wir da in der Ergänzung der Energie in der Endmast, damit Getreide, das wir eben haben. Grundfutterqualität, eben ausgewogene, vielseitige Pflanzenbestände, blattreiches Futter, passender Mähzeitpunkt, saubere Ernte, gute Konservierung, vielfältige, aber konstante Rationen, langsame Rationswechsel, mehrmaliges Nachschieben, Futtertisch reinigen. Das sind also ganz normale Grundsätze, aber die man immer wieder wiederholen muss, weil es eben wichtig ist, weil das sichert die gute Qualität des Grundfutters. Und wenn man da dann schaut, wie ein Ochse zum Beispiel wächst, der 800 Gramm Tageszunahmen aufweist, dann braucht er bestimmt eine aufgenommene Energie für die Erhaltung und einen Teil der Energie, grob ein Drittel der aufgenommenen Energie, verwendet er für die Leistung. Leistung ist eben das, wenn er Zuwachs ist an Muskeln und dann auch an Fettgewebe. Und da sieht man das, was eine Energie braucht. Also im Endmaststadium sind über 100 Megajoule Energie notwendig. Und das kann man dann einsetzen, wenn er 10 Kilogramm Trockenmasse frisst. Was ist an Energie im Futter drin? Und dann kann man die Ergänzung dann auch grob berechnen. Ein Blick auch auf die Genetik. Die Genetik muss zum Standort passen. Das ist eben, dass wir auf Almen mit großrahmigen, schweren Rassen, spätreifen Rassen unsere Schwierigkeiten haben, ist klar. Wir haben in Österreich 3/4 ungefähr der Rinder sind Fleckvieh. Viele davon sind Kreuzungen. Kreuzungen sind grundsätzlich positiv, haben einen positiven Effekt auf die Fleischbetonung sozusagen, auf Muskel- und Fettgewebe, durch diesen Kreuzungseffekt, den Heterosis-Effekt. Also wenn ich zwei Rassen
zusammenführe, dann sind die Produkte daraus, wenn ich sie schlachte, in der Regel, also wenn es vor allem eine Fleischrasse dabei ist, dann mit positiven Eigenschaften für Fleisch, für Muskel und für Fett. Also die Schlachtleistung wird in der Regel durch die Kreuzung verbessert. Welche Kreuzung kann man einsetzen? Grundsätzlich alles, was wir haben, eben je höher das der Betrieb liegt, je höher das die Alm hinaufgeht, desto kleiner wird man eher mit den Rassen werden. Wenn es Hochalmen sind, wird man mit Tiroler Graufi arbeiten, wahrscheinlich Fleckvieh Fleisch, Pinzgauer, Murboden in der Steiermark eben sehr viel. Kreuzungspartner werden dann im Almgebiet eher mittelrahmige Rassen sein, nicht die großen. Wir haben sehr viele Kreuzungen, Fleckvieh, Mutter mit Murboden als Vater oder mit Limousin als Vater. Genau das Gleiche geht mit Pinzgauer. Genau das Gleiche geht mit Tiroler Graufi. Grundsätzlich auch mit dem blau-weißen Belgier, wobei der blau-weiße Belgier bei den Ochsen nicht so wirklich überzeugen kann. Der Belgier hat ein unglaubliches Wachstumspotenzial in dem Muskel, also Muskelansatz. Allerdings braucht er dazu ein gutes Futter, also er kann da nicht zaubern, sondern er kann nur das Futter verwerten, was er aufnimmt. Also die Rasse ist da wichtig, und wenn wir jetzt zum Bereich von Qualitätsochsen kommen, die eben auf Almen erzeugt werden, so haben wir in der Regel bei Markenfleischprogrammen Mindestanforderungen auf Schlachtalter. Wir haben das schon gehört vom Salzburger Almring von Johannes Siller, aufs Schlachtgewicht, auf die Haltungsform sehr oft bei Almo zum Beispiel ist ein Laufstall vorgeschrieben, aufs Produktionssystem, dass eben eine Alpung dabei sein muss, dann auf die Fleischklasse, auf die Fettklasse, Fettfarbe, zum Teil auch auf die Genetik. Wenn man auf die Murbodner denkt, gehen eben nur reinrassige Murbodner. Und da sieht man ein paar Bilder und Fotos von typischen steirischen niederen Almen, die sind so auf der Höhe von 1000 Meter bis 1400 Meter ungefähr. Das wäre im Bereich der Weststeiermark, das ist in der Oststeiermark im Almenland, so mal im Teichalmgebiet. Und da sieht man die Tiere, für die die Alm jetzt bestens geeignet ist. Das sind so in dem mittleren Gewichtsbereich stehende Ochsen, in dem Fall Fleckvieh. Hinten ist ein Murbodner, das ist eine Limousin-Kreuzung. Verschiedene Kreuzungen, da sind Mutterkühe oben mit ihren Kälbern, das sind Mutterkuhkälber, die da dabei sind, die auch schon recht groß sind. Und diese Tiere, die da den Sommer auf der Alm verbringen, gehen dann in die Heimweiden, in den Stall und dann auf die Heimweiden, und dann schauen die so aus im nächsten Jahr. Auf guten Heimweiden werden sie weiter gemästet oder im Stall, hier zum Teil mit Heu und ein bisschen Kraftfutter oder hier mit Grassilage. Der Betrieb füttert auch mit Maissilage, ist im Mürztal ein Betrieb. Das Foto habe ich dazu genommen, weil man das schön sieht. In der Mitte, da ist eine blau-weiße Belgierkreuzung. Im Ochsenbereich links und rechts ist ein Fleckvieh, und man sieht, da schaut da am Nackenrohr sozusagen, sieht man genau, die Tiere sind alle gleich alt. Die blau-weiße Belgierkreuzung ist nicht so groß, als wie die Fleckviehtiere sind. Weil es einfach das Wachstumspotenzial ist bei Fleckvieh sehr gut und ist bei den blau-weißen Belgiern nicht so ausgeprägt, aber dafür sind sie natürlich breit gebaut, muskulös gebaut. Also so kann man sich das vorstellen, und wenn wir dann ein bisschen genauer auf die Steiermark hinschauen, Ochsen im Qualitätsprogramm, grundsätzlich haben wir die letzten 20 Jahre stark in Richtung Ochsenhaltung auch beraten von der Kammer. Ochsen machen grundsätzlich weniger Arbeit als Mutterkühe, natürlich noch weniger als Milchkühe. Die Teilnahme an Markenprogrammen ist unbedingt gut und wichtig. Stallumbau ist sehr oft notwendig. Und bei Alma haben wir den Laufstall, beim Alpenochsen und beim Murboden ist das nicht der Fall. Die große Schwierigkeit für alle unsere Betriebe ist der Bezug der Einsteller. Wo bekommt der Betrieb die Kälber und Einsteller her? Das ist die entscheidende Frage. Wir haben in der Steiermark Betriebe, die zum Teil 40, 50, 60 Ochsen mästen. Wenn das ein Milchbetrieb ist mit etwa 15 bis 30 Milchkühen, steigt um, dann hat er im Stall ca. 60 bis 80 Ochsen. Und da ist der Bezug der Tiere ist das größte Handicap. Also wenn, das muss man immer mitdenken. Die größte Schwierigkeit für die Ochsen ist der Bezug der Kälber und Einsteller. Welche Programme haben wir im Almo? Ist jetzt über die AG Rind, mit der Erzeugergemeinschaft Steirisches Rind, war lange Zeit mit Schirnhofer,
jetzt mit der AG Rind, der Alpenochse über die EZG Steirisches Rind mit der Spar. Das wäre vergleichbar mit dem Salzburger Almrind, Landbief Murbodner über die Spar und die Bio-Ochsen. Und wie gesagt, die Schlachtzahlen sind ungefähr 34.000 werden geschlachtet im Jahr in Österreich, Ochsen, und in der Steiermark allein sind es über 13.000. Was auch wichtig ist dazu, ergänzend, wir haben die Betriebe alle auch intensiv mitberaten, fachliche Beratung im Arbeitskreis. Wir haben eigene Arbeitskreise für die Ochsenhaltung installiert. Das würde ja Salzburg dringend empfehlen. Tirol macht es auch so ähnlich, weil man damit eben die ersten Jahre ganz wichtige Informationen sammeln kann für die Betriebe. Zumindest 2-3 Jahre sollte jeder Betrieb einmal im Arbeitskreis mit dabei sein, um genau zu analysieren, wie alt werden die Tiere, wie schwer sind sie, was kann man verbessern, gibt es von einem Jahr aufs zweite Jahr Veränderungen, Verbesserungen, was kann man im Futterbereich machen über Futteranalysen. Also das würde ich dringend empfehlen, weil das wichtig ist, diese Begleitung in den ersten 2-3 Jahren absolut sinnvoll. Und jetzt zum großen Geheimnis der Ochsenhaltung, das eigentlich keins ist und ein ganz einfaches System in der Produktion hat. Wie ich vorher schon gesagt habe, intensive Jugendentwicklung bis 250 Kilo Lebendgewicht. Ich rede da nie von einem Alter, sondern nur vom Gewicht. Das Gewicht ist der wichtigste Hinweis für die Entwicklung der Organe und des Tieres, nicht so sehr das Alter. Entscheidend ist also das Gewicht der Tiere. Intensive Jugendentwicklung, dann eine extensive Phase mit Grundfutter, Weide, Alm, Heu, Grassilage. Im Prinzip könnte man da Stoppelfelder machen, wenn sie auf abgedroschene Felder rausgehen. Im Prinzip könnte man denen, wie man es früher gemacht hat bei Futternot, könnte man Erdeln reinschneiden oder Haseln oder Stauden oder was immer. Spielt keine Rolle. Die Tiere leiden in dem Stadium nicht, wenn sie schlecht ernährt werden. Sie nehmen nur nicht zu. Und es dauert dann die Mast länger. Aber das ist ideal für die Alpung, weil wir hier in dieser Phase, die Tiere in dieser extensiven Phase, wirklich überall hingeben können und sie haben keinen Schaden. Wenn die Tiere dann herunterkommen, auf die Heimbetriebe, in den Stall oder auf Heimweiden, dann ist wieder eine intensivere Phase angesagt, Grundfutter plus Getreide zum Ausgleich. Das ist das ganze Geheimnis. Intensiv, extensiv, intensiv. Bis 250 Kilogramm oder 280 Kilo intensive Fütterung mit Milch, Milchaustauscher, Grundfutter, Kälberstarter, ja auch die Eiweißergänzung ganz wichtig, dann eine extensive Phase und am Schluss eine Getreideergänzung für die Ausmast. Das ist das ganze Geheimnis, genau genommen. Bei den Kalbinnen ist es sehr ähnlich. Die Stiere wird man nicht in dieser Form mästen. Darum ist der Stier auch für die Grünland- und Almgebiete außer Diskussion, also ist nicht wirklich sinnvoll. Aber für die Ochsen ist das wunderbar, da passt die Alm und für die Kalbin im Prinzip auch. Da ist altersmäßig ein bisschen ein Unterschied, aber da passen die Ochsen ideal für das Berggebiet und für die Almen. Wenn man da die Gewichtsentwicklung anschaut und auch die Altersentwicklung grob drüber legt, und da wieder das Gleiche, also Mutterkuh oder Milch plus Grundfutter und Kälberstarter bis 250, 280 Kilogramm, dann diese extensive Phase, dann am Schluss ein Ausmast und das Alter drüber legt, dann nehme ich jetzt an, am 1.9.22, also heuer wird ein Stierkalb geboren, das wird dann kastriert, wird ein Ochse irgendwann im Alter zwischen 2 Monate und 6 Monate, haben wir festgestellt, ist ideale Kastrationszeitpunkt. 2 Monate bis oder 1 Monat bis 5 Monate, so in etwa. Mit einem Jahr sollte das Tier dann etwa 350 Kilogramm haben. Und das ist ganz eine einfache Rechnung. 40 bis 50 Kilogramm Geburtsgewicht und 900 Gramm oder 1000 Gramm täglicher Zuwachs. Tageszunahmen 1000 Gramm, wenn ich 365 Tage habe, müsste das Tier bei 1000 Gramm schon an die 400 Kilogramm haben mit einem Jahr. Also nach dieser Gewichtsentwicklung, da sind unterlegt etwa 800 bis 900 Gramm Tageszunahmen, dann diese extensivere Phase und am Schluss mit 2 Jahren hätte dieses Tier 643 Kilogramm Lebendgewicht
Und dann erfolgt hier die Ausmast. Hier beginnt dann die Mast. Und das ist im Idealfall eine 100-Tage-Mast. Auch wieder ganz ein einfaches System. 100 Tage werden 100 Kilo hinaufgemästet. Das ist 1 Kilogramm Tageszunahme. 100 Tage lang ist 100 Kilo Aufmast. Dann haben die Tiere, wenn er mit 643 Kilo beginnt mit der Endmast, haben die Tiere bei der Ausmast dann 740, 750 Kilo ungefähr. Passt dann genau für die Schlachtung. Und was auch der große Vorteil ist, die Ochsen sind sehr variabel beim Schlachtalter. Und wenn hier 30 Monate stehen, maximales Schlachtalter, so haben da die Ochsen überhaupt kein Problem. Da ist also Platz für sehr extensive Haltungen. Wenn das also ein Biobetrieb ist, der sagt, ich möchte kein Kraftfutter einsetzen, kein Getreide, dann ist das auch okay. Dann brauchen die Tiere eben ein bisschen länger und haben vielleicht nicht das Gewicht. Aber es passiert kein Schaden. Wenn, vorausgesetzt, wenn das Tier in der Jugend gut entwickelt, also sich gut entwickelt hat, wenn hier das gepasst hat, dann ist es kein Problem. Wenn das Tier als Kalb zu wenig Nährstoffe bekommen hat, dann werden die sogenannten, wir sagen das in der Steiermark, die Haibeißer, das sind dann mit einem langen Schädel, langes Haarkleid, stumpfes Haarkleid, sind Tiere, die so mit 200, 300 Kilo dastehen, bauchig sind. Die Tiere sind fürs Messer. Der erste Tag ist aber leider der beste, weil aus denen wird nie mehr irgendein taugliches Qualitätsrind werden. Also da muss man aufpassen. Die entscheidende Phase ist die Jugendphase. Da hinten kann man nichts mehr falsch machen. Wenn man gutes Futter hat in der Phase Grundfutter, dann geht es schneller, hat man weniger gutes Futter oder weniger Futter, geht es langsamer. Aber die Tiere werden dann im Prinzip immer schwerer und haben Zuwächse und am Schluss dann eine kurze Ausmastphase und dann ist eigentlich das Qualitätsrind schon fertig. Das also noch einmal in dieser Form dargestellt, bis 250 Kilogramm eben Mutterkuh mit Grundfutter oder Milch plus Grundfutter und Kälberstarter, ganz wichtig diese Phase, dann die extensive Phase und dann am Schluss wieder Getreide. Und wenn ich sage Getreide, dann meine ich auch Getreide, keine Eiweißergänzung, kein Soja, kein irgendwelche komplizierten Mischungen und Schrote, sondern einfach energiereiches Getreide. Und welches das man nimmt, ist auch egal im Prinzip. Ich habe das da rausgeschrieben aus einer deutschen, aus einem LFL von Bayern. Einzig Hafer sticht hier heraus, das ist pro Kilogramm Trockenmasse die Megajoule ME, also die Energie, ist immer hier über 13. Die Gerste hätte 13,0, der Weizen hätte 13,40 Megajoule ME pro 1000 Gramm Trockenmasse. Also wird irgendeines dieser Getreidemittel und das, was ich am günstigsten bekomme, das kaufe ich ein. Wir haben Erfahrung in der Steiermark mit sehr gute Erfahrung mit Roggen. Roggen macht ein blütenweißes Fett und sehr festes, steifes Fett, was die Fleischer, die Metzger lieben das. Allerdings wird der Roggen nicht sehr gern gefressen. Er hat auch eher weniger Eiweiß. Energie ist gleich wie Gerste oder wie Tritikale. Tritikale Mischungen, Weizen, Gerste, was immer das man nimmt. Die Unterschiede im Energiegehalt sind völlig verschwindend. Der Mais ist auch mit dabei. Mais hat 13,28 Megajoule ME für die Ochsenmasten nach LFL Bayern erhoben. Also genau auch drin im Schnitt unserer Getreideorten empfehlen tun wir in der Steiermark den Maisanteil als Körnermais auf 1/3 in der Trockenmasse zu beschränken. Also wenn ich 2 Kilogramm füttere, dann sollte ich ungefähr 600 bis 700 Gramm Mais nehmen, also 2 Kilo pro Tag und den Rest dann irgendein anderes Getreide, Gerste, Roggen, Tritikale, Weizen. Ich kann mich also hier orientieren an der Getreideart, die ich am günstigsten bekomme. Ich schaue dann nur auf diese Werte, die sind verschwindend, das ist völlig belanglos, was ich da jetzt nehme, es ist wirklich egal, sondern ich nehme diese Getreideart in der Endmast, die letzten 2 bis 4 Monate nehme ich das Getreide, was ich am günstigsten bekomme. Keine komplizierten Mischungen, alles uninteressant, völlig uninteressant. Das ist völliger Schwachsinn, den Ochsen oder Kalbinnen da komplizierte Mischungen und Mastrationen da zu verfüttern. Die brauchen, wenn sie so gefüttert werden, wie hier dargestellt, am Schluss nur reine Energie und reines Getreide.
wie immer, dass ich das bekomme, wo immer, dass ich das herbekomme. Wenn man das so anschaut, diese 100 Tage Ausmaß bei Kalben und Ochsen, ist, wie gesagt, sehr einfaches Verfahren. Ich habe am Schluss dann bei 10 Kilo Trockenmasseaufnahme haben die Tiere über 600 Kilo. Also Kalben werden wir kaum zusammenbringen, Ochsen sehr wohl. Mit 700 Kilo Leberngewicht fressen die 10 Kilo Trockenmasse im Tag. Und das kann sie zusammensetzen aus 8 Kilogramm Grundfutter, das eben sein kann Weidefutter oder Heu oder Silagen, 8 Kilogramm in der Trockenmasse, 2 Kilogramm Getreide, auch in der Trockenmasse, eben Körner, Samen, industrielle Nebenprodukte, werden also Trockenschnitzel oder sonstige Mühlenabfallprodukte oder nicht Abfall ist es nicht, Mühlennebenprodukte und ein bisschen Mineralstoff und Viehsalz. Mineralstoff kann sich auch beschränken auf ein Minimum, die günstigste Mineralstoffmischung, die es gibt. Die Ochsen haben keine Funktion in der Weitervererbung. Sie brauchen nicht springen, sie brauchen keinen Samen produzieren. Kalbinnen brauchen nicht trächtig werden. Also da reicht Viehsalz plus eine Mineralstoffmischung, dass der Knochenaufbau, vor allem Calcium und Phosphor, entsprechend drin ist, obwohl es anderes Luxus, wenn man es den Tieren gibt. Und da werden dann eine Ration am Schluss eben 1-3 Kilo Kraftfutter in der Endmasse pro Ochse und pro Tag, ist abhängig diese Ration von der Grundfutterqualität und der Endmassdauer. Und die hängt natürlich wieder ab von den Vorperioden. Wie sind die Tiere in der Vorperiode gewachsen? Wenn ich jetzt sage, ich habe eine gute Grundfutterqualität, ich möchte die Ausmaße eben auf 2 Monate beschränken, weil die Zunahmen in der Vorperiode sehr gut waren, dann wäre da hergehen und wäre sagen, ich brauche hier 2 Kilogramm für 2 Monate, also 120 Kilogramm an Getreide, an Kraftfutter, reine Energie am Schluss für die Ausmaß. Wenn ich es auf 3 Monate erstrecke, 90 Tage, dann habe ich zwischen 1,5 und 2,5 Kilogramm, also auch nicht allzu viel. Und wie gesagt, wichtig ist, dass besseres Grundfutter, also sehr gutes Grundfutter, je besser das Grundfutter, desto weniger Kraftfutter und Getreide wird gebraucht. Bestes Grundfutter werden wir Betriebe in diesen mittleren Lagen auf der Höhe von ungefähr 600 Meter bis 1200 Meter, reine Grünlandbetriebe, die ohne Kraftfutter auskommen. Es sind auch Biobetriebe dabei, also die arbeiten mit Grünland, mit Alpung und dann nur mit Grünland, mit Silage und Heu. Funktioniert, die Tiere werden vielleicht 2 Monate älter und sind vielleicht um 20 Kilo, 30 Kilogramm Fleisch leichter als die anderen, aber das ist belanglos. Wenn ich mir das Kraftfutter ersparen möchte, dann kann ich auch das machen. Die Ochsen spielen da mit Sicherheit mit. Und da wichtiger die Futteraufnahme, diese Skizze da und die Energiekonzentration. Also am Beginn brauche ich eine hohe Energiekonzentration und natürlich ein hohes Eiweiß. Wenn die Tiere so an die 50 bis, eben wie gesagt, 250, 300 Kilo haben, dann kann die Energiekonzentration zurückgehen und am Schluss die Ausmaß brauche ich wieder in eine sehr gute Energiekonzentration. Wenn man das anschaut, was ist preislicher drin, das sind jetzt die steirischen Zahlen vom 30. Juli. Preisgestaltung bei den Ochsen in der Steiermark. Der übliche Preis für Ochsen ohne Programm in Kilo, Preis pro Kilogramm Schlachtgewicht warm in Euro netto. Bei 4,29 ist der gelegen, der R3. Und unsere Ochsen in der Steiermark haben im Durchschnitt 390 Kilogramm Schlachtgewicht. Wenn ich das da multipliziere mit diesen 4,29 und hier unten ist dann der Betrag inklusive der 13% Steuer, also brutto würde dieser Ochse 1.890 Euro erzielen. Ein armer Gütesiegel-Ochse würde auf knapp 2.000 Euro kommen und jetzt im Bereich von Moorboden-Ochsen liegen bei 5 Euro pro Kilogramm netto. Almo liegt bei 4,85. Tierwohl-Ochsen liegen bei 5,10. Netto, also ist hier gegenüber normalen Ochsen ohne Programm pro Ochse ein Preisvorteil von ungefähr 250 Euro. Und diese Ochsen mit 390 Kilogramm Schlachtgewicht R3 erzielen aktuell etwa 2.100 Euro. Das sind die besten Preise, die wir für Ochsen jemals gehabt haben, also bisher gehabt haben. Allerdings eben auch die Verbesserung durch die Qualitätsprogramme. Also ein Programm, wenn das jetzt Salzburger Almrind ist,
ist irgendwo wahrscheinlich angesiedelt in dem Bereich von 4,80 bis 4,90 oder 5 Euro, dann ist eben, sind diese Preise erlösbar und erzielbar. Wenn man das zusammenfasst, eben, das wären von Almo die Auswertungen, 390 Kilogramm Schlachtgewicht, die haben wir zusammen mit einem Kalvinnenarbeitskreis, auch den Ochsenarbeitskreis, Futtertage am Betrieb, also in der Steiermark haben wir sehr viele Betriebe, die Einsteller oder Kälber zukaufen, 536 Tage waren die am Betrieb, Lebendgewicht bei der Schlachtung 731 Kilogramm, Schlachtgewicht kalt 390 Kilogramm, Ausbeute eben über 55%, Tageszunahmen am Ochsenbetrieb 945 Gramm, also unter einem Kilogramm, das Alter bei der Schlachtung von den Tieren 26,5 Monate und Durchschnittserlöse 2.137 Euro bei Almo. Das ist also, wie gesagt, exzellent und sehr gut. Da wird man, das ist bei mir zu Hause, ist das in meiner Nachbarschaft. Ich schaue also da fast jeden Tag in diese Gegend rein. Wenn ich jetzt vom Fenster rausschaue, wird es schon dunkel, aber ich sehe genau in diese Grünlandgebiete Oststeiermark im Feistritztal auf einer Höhe von 700 Meter ungefähr, wo also die Ochsen auf den Heimweiden dann fertig gemästet werden. Wenn wir jetzt zu den Kalbinnen schauen, Kalbinnen haben wir sehr viele mit Kreuzungen. Wir haben die Kalbin mit den Kreuzungen wieder sehr populär gemacht, also vom Fleisch her. Wir schauen uns das an, geht ähnlich Kalbinnenmast wie bei den Ochsen. Also auch eine extensive Phase kann man einschalten, zwischen 280 und 500 Kilo. Da braucht man kein Kraftfutter. Das gibt man dann am Schluss wieder in der Endmast. Und Kalbinnen sind auch hervorragend geeignet für die Nutzung von Weideflächen. Mit Almen wird es ein bisschen schwieriger. Da muss vom Geburtsdatum her, vom Alter her, vom Mastplan, muss das sehr gut abgestimmt werden. Und da kann man eben Kraftfutter geben. Während der Mast, der Kraftfutter, kann eben sein 50% Getreide, ein bisschen Mineralstoff und Salz. Mineralstoff, wie gesagt, auch wieder Calcium, Phosphor. Keine komplizierten Mischungen mit Selen oder sonst irgendwas, ist für Schlachttiere uninteressant. Kleie kann man dazu geben, Trockenschnitten, Maisschrot ungefähr auf ein Drittel beschränken. Warum empfehlen wir die Beschränkung von Maisschrot auf ein Drittel ungefähr? Mais hat die Tendenz, ein weiches und eher gelbliches Fett zu machen. Also nicht dieses Fett, dieses feste, weiße Fett von Roggen oder Getreide. Mais hat die Tendenz, eher weicheres Fett zu bilden. Was sehen wir auf dieser Folie? Das ist Untersuchung vor allem bei Gumpenstein. Sensationell, hier die Kalbinnen, die auf der Weide sind, das sind die grünen Punkte und die grüne Linie, haben über die ganze Strecke höhere Tageszunahmen wie die Kalbinnen, die im Stall gemästet werden. Also das ist eine unglaubliche Erkenntnis, die da gewonnen wurde in Ramberg-Gumpenstein, dass die Weide, und das beweist es, dass die Weide ein hervorragendes Futter liefert. Die Weide liefert ein optimales Futter. Die Tiere können den ganzen Tag fressen, in der Nacht fressen, wann sie wollen, wie viel sie wollen. Und sie lohnen das dann mit diesen wesentlich höheren Tageszunahmen als bei den Stalltieren. Das ist der Effekt. Da sind die Tiere sehr jung geschlachtet worden, mit 16 und 17 Monaten. Die Tageszunahmen dann in Summe waren beim Stall ein bisschen höher. Aber dieses frühe Schlachtalter ist nicht unbedingt zu empfehlen, weil dann auch die Schlachtgewichte natürlich eher gering und niedriger sind. Aber grundsätzlich beweist das die Stärke der Weidefläche. Grundfutteranteil kann aber der Kalbin sehr hoch sein, wird eher jung geschlachtet, sehr gute Tageszunahmen und die Weide mit deutlich besseren Tageszunahmen. Das kann dann eine Ration sein für die Kalbinnen. Hier die Grundlage ist einmal, gibt es Mais-Silage am Betrieb oder gibt es nur Gras-Silage? Grundsätzlich egal, ich muss dann nur das Kraftfutter dann entsprechend anpassen. Wenn ich nur Gras-Silage habe, keine Mais-Silage, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Kraftfutter, weil ich die Energie brauche. Anteil hier 70% ungefähr Getreideanteil, 20% Körnermais, da kann ich ein bisschen spielen, Trockenschnitten und dann eben entsprechend ein bisschen Mineralstoff. Das wäre die Ration, die wir vorher gesehen haben, 11,2 Megajoule ME wäre der Energiegehalt dieser Ration.
100% Grassilage, Kraftfutter 2,5 Kilogramm mit dem Schwerpunkt auf Getreide. Und da jetzt auch wieder egal, welches Getreide. Also die Energiegehalte sind sehr ähnlich, also spielt es keine Rolle, welches. Man kann das auch mischen, Grassilage und Maisilage, oder es gibt auch Betriebe mit nur Maisilage. Da ändert sich dann die Ration. Der braucht weniger Kraftfutter, weniger Getreide, weil er keine Energie braucht. Der braucht dann, wenn er nur Maisilage hat, eine Ergänzung auf der Eiweißseite mit Raps, Erbsen, Soja, Sonnenblumenschrot. Aber kommt dann auf die gleiche Energiezahl mit höherem Eiweißgehalt. Also Kraftfutter richtet sich nach dem Grundfutter. Körnermaisanteil unter 30%, Getreideanteil etwa bei 70%. Und Eiweiß, keine Ergänzung von Eiweißmitteln, wenn eine Grassilage verfüttert wird. Ich habe schon gesagt, die Kalbinnen verfetten anders als die männlichen Tiere. Warum ist es so? Die Kalbin ist grundsätzlich ausgelegt, dass sie trächtig wird und den Kalb ernährt. Wenn sie nicht trächtig wird, dann legt sie alle Nährstoffe dann zuerst in das Wachstum, wenn sie ausgewachsen ist. Sie hat nicht so ein großes Wachstumspotenzial wie ein Stier oder wie ein Ochse. Ochse wird größer. Dann kommt als nächstes der Muskel. Und wenn der auch schon erschöpft ist, dann wird alles an Nährstoffen ins Fett hineingelegt. Und da ist eben jetzt, dass jedes Tier anders ist. Die Kalbin ist auch anders in der Verfettung als die Ochsen, früh und unberechenbarer. Und da muss man ein bisschen mehr schauen. Und da gibt es auch die Metzger- und Fleischergriffe, aber es gibt grundsätzlich ein glänzendes Haarkleid, ist ein Hinweis, dass die Tiere schon fertig sind. Wenn keine Rippen mehr zu sehen sind, ist ein Hinweis, die Tiere sind ausgemästet. Das Fett auf Rücken, auf Lende und auf Steiß, das ist dann die Fettauflage, wenn ich da auf der Lende draufgreife, also am Beiritt oder am Steißbein hinten. Und der ganz wichtige und der sicherste Ansatz ist hier beim Schwanzansatz, wenn sich hier Fettpolster bilden. Dann wird hier Fett vom Tier nur mehr Fett angelagert. Und alles die Fettmasse ist ja teure Masse und vor allem bringt es dann nichts mehr. Und die kann die Tiere, wenn hier dieser Schwanzansatz kommt, kann ich die Tiere zum Metzger geben. Die muss ich dann abliefern. Das hat dann keinen Sinn, die weiter zu mästen. Ich kann auch Griffe machen, eben die Metzger- und Fleischergriffe, die es gegeben hat, sind alle darauf ausgelegt, die Fettabdeckung zu ertasten, sozusagen, um zu schauen, sind die Tiere schon schlachtreif. Was ist bei Kalbinnen ungefähr an Preisen zu erwarten? Momentan, wie gesagt, allgemeine Preise sehr gut. 4,10 war in der Steiermark der Preis Ende Juli für normale Kalbinnen. Für eine normale Schlachtkalbin, die haben im Durchschnitt bei uns 330 Kilogramm Schlachtgewicht. Wenn ich das dann mit dem Preis einsetze für 4,10, bin ich bei 1.500 Euro circa brutto. Dann die arme Gütesiegel-Kalbin, dann haben wir Bio-Kalbinnen. Die Almo-Kalbin ist bei 4,59 und Almrind-Kalbin, was mir der Johannes Siller gesagt hat, dürfte bei 4,80 ungefähr liegen. Also wird das ein Betrag sein von 1.700 bis 1.800 Euro ungefähr. Und doch deutlich über 250 Euro über der normalen Kalbin. Also es lohnt sich immer in diese Qualitätsproduktion einzusteigen, mitzumachen bei Programmen, weil einfach immer ein Preisvorteil da ist. Und diese Folie halte ich auch für das Vorjahr. Und da zeigt sich, dass im Vorjahr, vor 2 Jahren, der Preisvorteil für die Programmkalbin noch wesentlich höher war, weil dann die Normalpreise tiefer waren, die Qualitätsprogramme den Preis ziemlich lange und gut oben halten können. Also der Preisvorteil ist immer besser in schlechten Rindfleischzeiten. Dann bewähren sich die Qualitätsprogramme im Besonderen. Und die Kalbin schaut eben so aus. In der Steiermark haben wir Durchschnitt 320, das ist ja die Auswertung, 320 Kilo Schlachtgewicht. Also da ist ein Potenzial nach oben. 320 Kilo, das sollte so in Richtung 330, 340 Kilogramm gehen. Muss man aber mit der Verfettung, wie gesagt, aufpassen. Lebendgewicht 604 Kilogramm bei 320 Kilogramm Schlachtgewicht. Also da bei 600 Kilo Lebendgewicht, wer eine Waage zu Hause hat und die Tiere wiegt und auf die Verfettung schaut, der kann bei 600 Kilo dann schon ans Verkaufen denken. Tageszunahmen 991 Gramm, Alter bei der Schlachtung 20 Monate. Wenn die Tiere eine extensive Phase haben, gehen sie Richtung 24 Monate. Wenn sie intensiv durchgefüttert werden, sind sie Richtung 16 Monate.
Die Tiere, Ochsen, Kalbinnen, nehmen das Futter auf, das sie angeboten bekommen, verwerten das Futter, legen es an in Muskel und in Fett. Das ist also das ganze Geheimnis. Wenn man dann ein bisschen schaut, Mutterkuhhaltung nur auf das Potenzial hinzuweisen, auch eine Untersuchung von Raumberg-Gumpenstein, die Tageszunahmen bei den Kälbern, das sind Limousin-Kälber, Fleckvieh-Mutterkühe mit Limousin gekreuzt, die haben im Durchschnitt 1200 Gramm Tageszunahme auf der Kaiserau, das ist eine Mittelalm, so auf 1400 Meter Seehöhe, ohne Kraftfutterergänzung. Und die Tageszunahmen sind hier angeführt, bei den Ochsen liegen sie bis 1700 Gramm. Das ist unglaublich, diese Kurve. Und hier im Schnitt, wenn man die beiden hernimmt, rot sind die Kalbinnen, blau sind die Ochsen, dann ist hier dann das Optimum ungefähr bei 200 Tage. Dann gehen die Tageszunahmen zurück. Warum gehen sie zurück? Weil die Tiere hier dann zu wenig Milch von der Mutter bekommen. Und hier sind die Tiere ungefähr 6-7 Monate alt. Und bei, hier ist bekannt, dass dann die meisten Kühe eben mit der Milch zurückgehen und dann auch die Tageszuwächse bei den Kälbern zurückgehen. Aber grundsätzlich ein optimales und sehr hohes Potenzial. Was tut sich noch so? Wir versuchen österreichweit über die Almwirtschaft Österreich auch ein Programm mit zu unterstützen, eben Tiere oder Produkte von der Alma zu entsprechend zu kennzeichnen, dass hier eine Marke so langsam aufgebaut wird für Lammfleisch, für Jungrinder, Kalbinnen, Ochsen, wo man eben diese Alpung und die spezielle Form der Produktion hervorheben möchte, um die Wertschöpfung sozusagen der Alm und für die Almbetriebe zu verbessern. Auf die Alm noch einmal einzugehen, die Almen, das sind zum Teil Folien vom Diplomischen Steinberger aus Bayern, die sind eh bekannt in Salzburg wahrscheinlich und in Tirol. Auch bei uns ein Grundsatz, wenn ein Drittel auf der Alm grün ist, dann sollen die Tiere hinaufgehen. Das gilt nicht für die Hochalmen, aber für die mittleren und niederen Almen ist das unbedingt zu empfehlen. Ein Drittel soll noch braun und grau sein und ein Drittel kann noch weiß sein. Hier wäre das der Fall. Hier ist noch weiß, hier ist braun, da ist grün. Wenn man die Tiere raufgibt, dann wächst eben den Tieren das Gras ins Maul und das soll man so bewerkstelligen, weil damit passiert eine automatische Koppelung. Die Tiere gehen zuerst auf das, was grün ist, das wird hier abgefressen, dann wird die nächste Fläche, die jetzt noch braun und grau ist, wird dann grün. Dann kommen die Tiere hierher und am Schluss dann in die Stehbedeckten. Also das hat dann Sinn für die niederen und mittleren Almen, nicht für die Hochalmen. Also hier Anpassen des Weide- und Auftriebszeitpunkts, in der Regel früherer Vegetationsbeginn. Der Diplomische Steinberg hat das auch mit untersucht, sind auch einige Salzburger Almen mit dabei. Es ist eben, wenn man das entsprechend macht mit Koppeln, hier sieht man diese Koppelung, dann kommt mehr Futterertrag zustande. Die Tiere können mehr fressen und es ist mehr Futter. Also eine unglaubliche Veränderung hier in Prozenten von der Futtermasse, was an Tonnen Trockenmasse pro Hektar produziert wird, wenn entsprechend Koppeln angelegt werden. Und Grundsatz haben wir in der Steiermark bis Mitte der Almzeit, also das wäre ungefähr Mitte Juli, soll die gesamte Almweide einmal abgeweidet sein, damit eben nicht der Bürstling zu stark kommt und alles Futter mal abgefressen ist und abgefressen wird. Und diese Almen effizienter zu nutzen, eben über Koppelwirtschaft geht, was haben wir grundsätzlich von der Klimaerwärmung zu erwarten? Wir werden mehr Ertrag, vor allem auf ungünstigen Lagen haben, auf den Almen, weil hier das Futter sehr schnell wächst und hier wächst dann mehr Futter. Der Vegetationsbeginn wird um 2 bis 3 Wochen früher sein. Wenn wir diese Phase nicht nutzen und nicht reagieren, dann wird die Verunkrautung zunehmen. Wir werden mehr Bürstling bekommen und die Tiere werden, obwohl mehr Futter wächst, werden die Tiere zu wenig gutes Futter haben. Also die Koppelwirtschaft auch auf den Almen ist durchaus sinnvoll. Das Gras sollte kurz und sauber gehalten werden. Wichtig bei den Koppeln und bei der Weideführung auf der Alm ist auch die Wasserversorgung, weil die Tiere, gerade wenn es sehr heiß ist, ein Berggebiet, wie es jetzt da war,
dann durchaus Schwierigkeiten haben und sehr viel an Energie wieder verlieren, wenn sie sehr weite Strecken zum Wasser zurücklegen müssen. Jetzt noch ein Punkt auf entsprechende Fördermöglichkeiten, Förderung gefährdeter Rinderrassen. Das ist jetzt dargestellt. Also wir in der Steiermark haben die Murbottner sehr stark, sind knapp über 6.000 Murbottner Herdebruchkühe eingetragen, hat also ständig zugenommen. Das war die Zahl in den, was jetzt die Jahreszahl gar nicht genau, in den 1990, also ist es angeführt, 2000 haben wir ungefähr, ich glaube, 300 Murbottner Kühe gehabt, jetzt sind wir bei 6.000. Hier die Binzgauer, das Graufi. Also mit gefährdeten Rassen lässt sich durchaus etwas machen, aber ich brauche hier die Förderung einerseits und dann ein geschicktes Vermarktungsprogramm, das ich dranhänge. Dann funktioniert das sehr gut. Was wir auch nützen sollen, ist diese Tierschutzmaßnahme Stallhaltung, eine Tierwohlmaßnahme zur Steigerung des Tierwohls durch Gruppenhaltung und eingestreute Liegeflächen. Also wäre unbedingt zu empfehlen, wenn man das irgendwie einrichten kann. Die Fördersätze, ich habe jetzt nicht die Richtlinie genau derzeit, aber das waren die alten. Was dazukommen soll, sind die Mastkalbinnen, dass die auch für diese Tierwohlmaßnahme förderfähig sind. Und hier kommt über diese Förderschiene kommt ein Großteil der Kosten für das Stroh und für die Einstreu kommt hier wieder zurück über diese Förderschiene. Also unbedingt auch nutzen. Genauso auch Kuh plus Rind. Die Empfehlung, das zu nutzen, was sind die Voraussetzungen? Ich muss ein Anna-Gütesiegelbetrieb sein, ich muss unterschreiben, dass ich freiwillig das Modul Q plus Rind mitmache und dann bei einer Abwicklungsstelle dabei sind, dass sie eben die AG Rind, die Erzeugergemeinschaften sind, Abwicklungsstelle, die können das dann abwickeln. Also ich habe dort dann Leistungsdaten, ich kann über die Programme bessere Erlöse erzielen und ich kann entsprechend Förderung nutzen. Mindestteilnahme über 5 Tiere, das ist eben die Voraussetzung, wenn ich da jetzt schaue auf die Zahl der vermarkteten Tiere, zwischen 25 Stück Rinder oder Schlachtkälber ist der De Minimis Beitrag 1.000 Euro plus dann entsprechende Förderung und Abwicklung über die Förderstelle. Also wenn ich dieses Geld hier unter Anführungszeichen, das ist über das AMAG-Gütesiegel, über Qualität, also Modul Q plus Rind, mit der Abdeckungsstelle ist das sehr leicht zu lukrieren und jeder Betrieb, der in diese Kalbinnen- oder Ochsenmast einsteigt, ist halt die Empfehlung, dass er auch bei Q plus da entsprechend mitmacht. Sonst bleibt das Geld einfach liegen und wird da nicht genutzt. Nicht erschrecken sollte man von diesem Antragsformular, von diesen vielen, also ich brauche, wenn ich nicht Bio bin, dann brauche ich 6 Formulare, die ich unterschreiben muss, dass ich bei Q plus Rind und beim AMA Gütesiegel mal mit dabei bin. Aber wie gesagt, die Förderung, wichtig ist, das einmal anzumelden, einen Fördervertrag zu errichten mit der Abwicklungsstelle, dann gibt es Betriebsbesuche und dann wird das von der ARGE abgewickelt. Also wichtig, eine Sonderrichtlinie zur Förderung der Qualitätsverbesserung ist das und die soll auch dazu beitragen, dass wir das, was wir hier drauf noch haben, Fleischproduktion im Berggebiet, Standort angepasst und nachhaltig, auch entsprechend nutzen können. Und wie es da steht, wir haben viele Möglichkeiten für eine standortangepasste, nachhaltige Fleischerzeugung von unseren grünen Wiesen, Weiden und Almen. Und dazu möchte ich einladen, und das, was in der Steiermark funktioniert, in Tirol funktioniert, das wird auch in Salzburg funktionieren, da bin ich überzeugt, wenn hier dann begonnen wird mit kleineren Mengen zur Schlachtung, die dann kommen. Nächstes Jahr werden es dann mehr sein und in 2-3 Jahren werden es dann noch mehr sein. Also das ist gut aufgebaut und es funktioniert. Und wir wissen, dass Rinder ein wunderbarer Verwerter von Grünland, von Weiden und Almen eben sind. Gut, in dem Sinn möchte ich meinen Vortrag schließen. Hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, es ist sind auch alle dabei und werden jetzt aktiv auch Fragen gestellt. Ich lasse diese Seite mal offen, gehe nur auf den allgemeinen Modus einmal und gebe jetzt zurück an den Franz bzw. an den Johannes, um da die eine oder andere Frage danach zu beantworten. Ja, lieber Rudi, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich denke, der war sehr kurzweilig, sehr vielseitig. Du hast Themen angesprochen rund um die Fütterung,
bis zur Genetik kommen wir, eine wichtige Botschaft, Top-Grundfutter. Ich glaube, Top-Grundfutter brauchen wir in jeder Produktionsrichtung, was man einschlagen. Du hast auch sehr interessante Bilder von der Almwirtschaft herzog. Wir kennen da diese Bilder. Gell? Es ist nur so ein bisschen, dass man das natürlich auch in den Kopf reinkriegt. Wenn nur ein Drittel weiß ist, ein Drittel braun und nur ein Drittel grün, dass man sich ja drauf trauen darf, die Tiere auf die Alm aufzulassen. Wichtige Botschaften auch in Richtung Erderwärmung, das sind diese brennenden Punkte, was wir momentan haben. Und wie schon gesagt, sehr kurzweilig dein Vortrag. Und ich kann dich beruhigen, ich habe die Teilnehmerzahl im Visier gehabt und es hat keiner das Webinar verlassen und das spricht für sich. Danke für diesen Vortrag. Wir haben jetzt während des Webinars schon ein paar Fragen gestellt, die ich einfach in ein paar Blöcke teilen möchte und ich möchte dir gleich an dich weiterleiten. Rudi, ein Punkt ist gewesen, was die Kraftfuttermenge in der Endmast betrifft, beziehungsweise welches Kraftfutter wird empfohlen. Diese Frage ist gestellt worden, bevor dann deine Folie für Aufklärung geschaffen hat. Die Botschaft war, energiereiches Kraftfutter zu verwenden und das, was gerade günstig am Markt ist. Trotzdem eine Ergänzung noch, gibt es in Richtung Kraftfutter, du hast gesagt, Roggen ist ein Beispiel, gibt es da Erfahrungen, lässt man das Korn ganz, ist das besser gequetscht oder gemahlen? Was hast du da für Erfahrung und vielleicht eine Zusatzfrage? Bei uns sind ja die Betriebe an und für sich standardmäßig Weide, Heu und Grassilage. Mit was soll er starten, wenn er die Endmast angeht? Würdest du dem empfehlen, eine Maissilage zuzufüttern oder gang jetzt auf Getreide? Ja, zu den Fragen. Grundsätzlich ist so, dass das Rind ja ein Wiederkäuer ist und dankbar ist für eher groberes Getreide. Also da wäre die Empfehlung eher gequetscht, nicht so sehr gemahlen. Fein gemahlen ist nicht wirklich optimal für das Rind, also eher gequetscht ist besser, mit dem Hintergrund, dass eben die Kautätigkeit dann mehr angeregt wird und damit mehr eingespeichelt wird und dann die ganze Verdauung besser abläuft. Wenn es zu fein gemahlen ist, bei den kleinen Mengen, von denen wir da reden, jetzt bei 1 bis 3 Kilo, kann grundsätzlich auch bei gemahlenen, fein gemahlenen nichts passieren. Sonst würde man eher Angst haben, dass bei hoher Aufnahme dann zu Verklumpungen kommt, weil das Mehl dann zusammenpappt und dann entsteht im Pansen so ein Klumpen. Das wäre also nicht wirklich zu befürchten von 1 bis 3 Kilogramm pro Tag. Außer man gibt es auf einmal rein und dann wäre es schon eine Gefahr. Aber grundsätzlich eher grob gemahlen bis gequetscht wäre ideal. Und für die Mast von Heu, Grassilage betrieben, es ist, wenn der Mais und der Maissilage gut und einfach zu kaufen ist, dann spricht nichts dagegen, dass man den Mais einsetzt, das Maissilage. Wenn das kompliziert wird und sehr lange Strecken, und lange Strecken sind meistens dann teuer, dann ist es durchaus interessanter, mit Getreide zu fahren. Und wie gesagt, mit Getreide, das habe ich dann sehr genau in der Hand, das weiß ich dann ganz genau von den Mengen, das kann ich gut kalkulieren. Und wie gesagt, Tritikale, Gersten, Roggen, wie gesagt, eher den Anteil nicht zu 100% fahren lassen, weil das wird dann nicht gefressen. Das merkt man dann sehr schnell, dass der Roggen nicht so gern aufgenommen wird. Den mögen die Rinder nicht so sehr. Aber sonst ist an sich die Mischung ist egal, was dort wirklich reinkommt. Das Günstigste, was in der Region übers Lagerhaus, wenn immer zu kaufen ist, das soll gekauft werden. Günstig ist, muss man dazu ergänzen, sollte nicht qualitativ schlecht sein. Wenn ich sage günstig, also nicht jetzt, dass man irgendwer verschimmeltes Getreide nachschmeißt und was auch noch was kostet. Das ist nicht gemeint mit günstig, sondern einen korrekten Preis, was eben erzielbar ist für qualitativ einwandfreies Getreide. Ich würde das nicht so abwerten, dass mir das wurscht ist, was da jetzt kommt, sondern es muss qualitativ gut sein und in Ordnung sein, darf nicht verschimmelt sein oder sonst irgendwelche Fehler haben. Ja, danke Rudi. Ich glaube, du hast es auch schön ausformuliert jetzt. Wir haben auf die Betriebe außen eine vielfach gehörtes Vorurteil gehört.
Ochsen oder Kalbinnenmast ohne Messsilage sowieso nicht möglich. Ich glaube, diese Antwort in deiner Ausführung, Präsentation und jetzt wird das Ganze widerlegen. Eine Zusatzfrage ist noch auftaucht, Bereich Fütterung. Wie sieht es mit Futterkartoffeln in der Endmast aus? Ich denke, das wird aus der Lungauer Ecken kommen. Habt ihr da auch eine Frage oder kannst du da auch eine Antwort geben? Kartoffeln sind ein gutes Futter, brauchen beim Rind nicht erwärmt oder erhitzt oder gedünstet oder gedämpft werden, können so eingesetzt werden. Wir haben da ein bisschen Schätzungen, wir haben einige Betriebe, die mit Kartoffeln am besten durchaus möglich. Das wird dann beschränkt, wenn ich mich recht erinnern kann, sollte es so Richtung maximal 1 Kilogramm jetzt auf Trockenmasse Kartoffel gehen, das würden ungefähr dann wahrscheinlich sein, so etwa 10 Kilo Frischmasse pro Tag sozusagen und Rind beim ausgewachsenen Ochsen. Aber ist durchaus gut und durchaus gut verwertbar. In der Mischung sehr vielseitig, also würde die Mischung, man kann auch Rüben dazu verwenden, alle Arten. Also die Rinder sind grundsätzlich und die Ochsen im Besonderen, wenn sie gutes Futter bekommen, wachsen sie schneller. Wenn sie weniger gutes bekommen oder schlechtes, wachsen sie langsam. Aber sie verwerten alles und vor allem alles, was Richtung Wiederkautätigkeit ist, ist positiv und gut. Gut, dann haben wir eine weitere Frage bezüglich Fütterung, was gerade auftaucht ist. Gibt es silofreie Betriebe, die Kalben- und Ochsenmast betreiben? Das würde mich interessieren. Wie würde man da mit dem Getreideeinsatz arbeiten? Ich glaube einmal, der Getreideeinsatz ist ja allgemein schon ein wenig beantwortet worden, aber habt ihr in der Steiermark keine Betriebe, ja im Arbeitskreis, die nur mit Heu arbeiten? Haben wir auch ein paar Betriebe, ein paar sogar Großbetriebe. Wir haben ja historische sozusagen silofreie Gebiete. Wir haben silofreie Gebiete im Bereich der Murtal-Molkerei, wo das auch auf die Ochsenbetriebe geht und ein Betrieb ist auf der Berchau Neumarkt der Sattel um, der Betrieb Köck Bertram, war im Vorstand von Almo, der hat etwa 60 Tiere und hat nur Heu. Der hat eben keine Grassilage, keine Maissilage. Mit Heu ist die Fütterung fast noch einfacher wie mit der Grassilage, genau genommen. Also das widerspricht dem überhaupt nicht. Heu ist dann genauer in dem Sinne auch in der Kalkulation und dann die Ergänzung mit Gerste mit Tritikale funktioniert absolut gut. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Das Heu regt nämlich wesentlich mehr noch an in der Verdauung, das Einspeicheln. Damit kommt wesentlich mehr Speichel in den Bansen. Damit wird der Bansen stabilisiert und die Tiere vertragen das also wunderbar. Das ist an sich die rein vom Tier gesehen die beste Fütterung, die es gibt, genau genommen Heu. Plus dann entsprechend Kraftfutter dann für die energiereiche Ergänzung. Aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt sein, dass er dann wirklich die Kraftfutterergänzung am Schluss braucht. Wenn er da gut durchfährt, auch diese extensiven Perioden gut durchfüttern kann, mit Heu zum Beispiel, dann kann sein, dass die Tiere sehr wenig Kraftfutter am Schluss brauchen, Getreide in erster Linie. Ich glaube, da kann man durchaus zu dem sagen, natürlich, dass auch auf die Grundfutterqualität ankommt. Heu ist nicht gleich absolut, Heu, sondern wenn ich hernehme, die Heu, wo auch die Milchkuh Milch gibt, genau das braucht man in der Most. Und das nur ergänzend, wir haben ja Futtermittel-Untersuchungen bei den Ochsenbetrieben im Arbeitskreis und da sehen wir, dass die Ochsenbetriebe zwar den Mähzeitpunkt ein bisschen später haben wie die Milchbetriebe, aber in der Regel nicht ein schlechteres Futter haben wie die Milchbetriebe. Von den Inhaltsstoffen, Eiweiß und Energie ist es fast 1:1. Die Ochsenbetriebe und die Kalbinnenmäster und Mutterkuhhalter haben ein bisschen weniger Stress wie die Milchbetriebe beim Mähen und beim Einarbeiten. Aber die Futterqualität ist trotzdem sehr gut. Also das ist ein interessantes Phänomen, das wir da feststellen. Danke, Rudi. Das war der Block der Fütterung. Eine Frage ist aufgetaucht in Richtung Wirtschaftlichkeit. Gibt es Erfahrung im Deckungsbeitrag oder in einer Vollkostenrechnung, wenn man jetzt die Ochsen- oder Kalbinnenmast auch mit Mutterkuhhaltung vergleicht? Ich glaube, rein in der Mutterkuhhaltung muss man auch unterscheiden, ob man jetzt Jungrinder, also schlachtreife Tiere produziert oder Einsteller. Aber ohne diese Frage jetzt wirklich ganz ins Detail gehen,
Kuh, Ochsen und Kalb, wenn was mit der Mutterkuhhaltung in der Wirtschaft, auf der wirtschaftlichen Seite mithalten? Die Kolbenenmast ist ein bisschen schwächer wie die Ochsenmast, weil die Kolbenen kürzere oder weniger Fleisch auf den Haken bringen. Damit vom Betrag her fällt, am Schluss fällt dort ein bestimmter Betrag, was der Ochsen auch hat an Gewicht, am Schlachthaken sozusagen. Das heißt, die Kalbin ist da auch im Deckungsbeitrag in der Wirtschaftlichkeit etwas schwächer wie der Ochs. Und der Ochs, so wie ich da vorgestellt habe, wenn er im Qualitätsprogramm drin ist, der ist dort, wo die sehr gute Mutterkuh liegt. Weil der Ochs hat einen Deckungsbeitrag jetzt pro Ochse, wenn man da reden von dem vom Salzburger Almrind mit einem sehr guten Preis oder von Tierwohlochsen in der Steiermark mit über 2000 Euro Verkaufserlös, dann liegen die Kosten ungefähr bei 1300, 1400 Euro, also pro Ochs circa 600 Euro an Deckungsbeitrag. Zwischen 600 und 700 Euro pro Ochse. Das kann ich dann, wenn ich mit dem Mutterkuh vergleichen möchte, muss ich es auf die Mastdauer runterrechnen. Wir haben gesagt 550 Tage ungefähr. Also durchschnittlich habe ich sozusagen auf dem Standplatz eines Ochsen etwa 400 Euro bis 500 Euro an Deckungsbeitrag. Und den kann ich vergleichen mit der Mutterkuh. Und da bin ich bei einer Mutterkuh, da muss ich schon ein sehr guter Einstellerbetrieb sein, dass ich diese 400 Euro Deckungsbeitrag zusammenbringe in der Mutterkuhhaltung. Bio-Jungrinder-Erzeuger wird höher liegen. Der liegt so zwischen 700 und 800 Euro etwa, wenn es wirklich gut läuft beim Mutterkuhbetrieb. Aber Einstellerproduzent liegt auch bei 400 bis 500 Euro. Und das ist eben wichtig, wenn ich die beiden vergleiche, das ist, das passt da so. Wenn ich dann auch den Vergleich hernehme, ist die Mutterkuh gescheiter oder der Ochs, dann ist entscheidend, habe ich die Zeit, um für die Trächtigkeit zu sorgen, sozusagen, dass die Tiere trächtig werden, was die Mutterkuh an Mehraufwand an Zeit erfordert, wie der Ochse. Und wir haben 2015 das erlebt, dass wir in der Steiermark sehr viele Mutterkuhbetriebe haben begonnen, die Mutterkühe zu reduzieren und haben mit der eigenen Ausmast von Kalbinnen und Ochsen begonnen. Weil sie eben im Deckungsbeitrag mehr oder weniger gleich ist. Aber sie haben die schwächeren Mutterkühe, die nicht richtig waren, sind, die immer Schwierigkeiten haben mit der Fruchtbarkeit, die haben es verkauft, die haben es weggegeben. Und haben die leerstehenden Stallplätze dann zum Teil mit den eigenen Ochsen und Kalbinnen aufgefüllt. Also da ist im Deckungsbeitrag in der Wirtschaftlichkeit, die Kolben ist ein bisschen hinten noch derzeit, weil sie eben vom Schlachtgewicht ja nicht das am Haken bringt wie der Ochse. Aber Ochs kann absolut mithalten mit einem Einstellerbetrieb, ist ein bisschen schwächer wie ein Jungrinder, wie ein Bio-Jungrinderbetrieb im Mutterkuhbereich. Danke Rudi für die Beantwortung. Eine weitere Frage ist in Richtung Genetik, Rassenwahl aufgetaucht. Gibt es in der Steiermark Erfahrung mit Original Pinzgau oder sind diese mit Erfahrungen der Murbodner Rasse vergleichbar? Sind ja beide seltene Nutztierrassen. Wie gesagt, habe sie im Arbeitskreis Ausschlachtung und so weiter Erfahrung damit? Oder vielleicht auch diese Frage kurz zusammengefasst, hat auch der Pinzgauer Ochs sein Potenzial, die Anforderungen des Ammergütesiegels und da die Qualitäten zu erfüllen? Ja. Bezüglich Genetik schauen wir das immer mit. Wir machen da, und zuletzt hat der Ramberg-Gumpenstein eine Untersuchung gemacht, wo wir über die letzten 7 oder 8 Jahre die Almo-Schlachtungen alle analysiert haben. Das waren pro Jahr ca. 4000 Schlachtungen von Ochsen. Und da hat man eine große Datenmenge gehabt und dort haben wir die Kreuzungen herausgefiltert und geschaut, wie funktionieren die Kreuzungen. Und da ist herausgekommen in der Steiermark bei Almo, dass die Fleckvieh mal Limousin-Kreuzungen das optimale Schlachtgewicht erreicht haben. Im Betrag, im Preis pro Tier waren sie gleich wie die reinen Flecken, waren ein bisschen besser wie die Fleckvieh mal Charolais, weil der Charolais sehr großrahmig ist, für die Alm nicht ganz ideal geeignet, weil er da ein bisschen zu spätreif ist und vom Wachstum her eben mehr Futter braucht hat, da ist die Alm nicht ganz ideal. Und dann war längere Zeit nichts und dann waren, wir sagen, die eher gefährdeten Rassen, da ist dann gewesen der Block mit Murbohner, mit Pinzgauer.
Das waren ungefähr 100 Euro weniger Verkaufserlös wie die Fleckmäuel-Limousin-Kreuzungen oder reine Fleckvieh. Und Pinzgauer und Murbonner sind nicht ganz vergleichbar. Der Murbonner ist ein bisschen kleiner im Rahmen, aber er ist dafür breiter. Und wiegt sehr gut, hat eine gute Ausschlachtung. Die Pinzgauer haben die Tendenz, dass sie eher ein bisschen schmäler sind, ein bisschen höher werden. Das würde dann auch in der Endmost, muss man da dann ein bisschen aufpassen. Und ich vermute, dass die Pinzgauer vom Wachstumspotenzial sicher besser sind wie die Murbonner, hundertprozentig besser. Aber dass dann, wie gesagt, für die Hochalmen wird es ein bisschen schwierig, dass man die ausfüttern kann. Dann würde ich von der Fütterung her auf der Weide oder im Stall am Heimbetrieb, würden die wahrscheinlich dann auf ein gutes Futter sehr gut reagieren, dass sie dann das aufholen. Aber grundsätzlich absolutes Potenzial und unsere alten Zweinutzungsrassen haben alle ein großes Potenzial. Und die Frage ist, gelingt es, dass wir diese Rassen überall dort auf die Standorte hinbringen, wo sie ihr Optimum zeigen können? Und das ist wahrscheinlich beim Tiroler Graufi auf den Hochalmen und dann geht man so in der Höhenlage runter, wie sich das Futter auch entsprechend der Standorte dann entwickelt. Und je weiter, dass wir runterkommen, desto größer werden dann die Rassen im Prinzip. Und das ist die Kunst. Also wir sind da sehr flexibel grundsätzlich. Die Aufgabe des Bauern ist da zu schauen und zu beobachten und schauen, was kommt da wirklich raus, das einmal zu probieren. Wichtig ist nur, nicht komplett blind da reinzufahren, sondern schauen, ich weiß jetzt, ich habe Pinzgauer, es kann sein, dass ich da gutes Futter brauche. Wenn ich jetzt eine schlechte Weide habe, dann wird das nicht funktionieren. Also das muss man klar sein. Mhm. Danke, Rudi. Eine letzte Frage, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wir sind dann bei 9 Uhr angekommen. Eine letzte Frage, was im Bereich Almsaison geht. Die heißt, die Hauptkälbersaison ist im Oktober und November, also kommen diese Kälber vermutlich nicht mit 250 Kilogramm bis zur ersten Almsaison. Auf der Alm wird nicht zugefüttert, außer Kraftfutter zum Locken. Wie geht man vor? Ja, das ist, wie gesagt, wirklich die größte Schwierigkeit, dass ein Betrieb, der Alpung macht und gezielt dann eine Fleischproduktion oder Programm macht, dass der die Tiere so bekommt, dass er es praktisch für die Alm nutzbar machen kann. Und das ist die große Herausforderung und die große Schwierigkeit. Darum haben wir alle unsere Alm- und Almo-Betriebe und Betriebe, die auftreiben, die große Herausforderung, die Tiere so einzukaufen, wenn es gibt, dass für diese Alm passen. Aber es ist wirklich, es macht keinen Sinn, Tiere, und das wird jeder die Erfahrung machen, bei den Almen sagen wir sogar unter 300 Kilo, sollte man es nicht auf die Alm hinaufgeben. Wenn man es schon hat, so knapp die Tiere, um den Schaden zu begrenzen, wäre dann wichtig, auf den Heimbetrieben die Tiere schon ans Klima zu gewöhnen, dass die ständig draußen sind und dass die von der Weide fressen und dort daheim vielleicht noch ein bisschen was zufüttern, auch nicht zu viel. Weil wenn zu viel zugefüttert wird, dann haben sie auf der Alm dann einen richtigen Nährstoffschock sozusagen, weil sie dann von einem Tag auf den anderen umgestellt werden, auf schwächere Rationen und dann würden sie zusammenfallen. Also dann wird man das auch nicht erreichen. Also ich brauche ein stetiges Wachstum sozusagen bei den Tieren und ich muss einfach schauen, wie komme ich da zurecht mit der Almsaison? Wie bringe ich da die Tiere so zum Kaufen? Wie bekomme ich sie? Das ist eine große Herausforderung für die EZG, wären in Salzburg Tiere anzubieten, die für diese Alpung geeignet sind, weil zu kleine Tiere hinaufgeben hat keinen Sinn, das wird nichts, das wird mit Sicherheit nichts, das geht schief. Und die Tiere daheim auf den Betrieben zu lassen und in der zweiten Saison könnte sich ausgehen, muss man sich aber dann anschauen, wie das wirklich dann gehen kann und funktionieren kann. Aber es ist, wie gesagt, die Alpung ist bei den Betrieben ein wichtiger Faktor, diese Zeit. Und da muss man schauen, dass man solche Viecher kriegt, die zu dieser Alpzeit da hineinpassen. Das ist eine große Herausforderung für alle, die beteiligt sind dran. Ja, Rudi, danke schön. Ich glaube, das waren jetzt die größten Blöcke der Fragen, was im Chat auftaucht sind. Nochmal der Hinweis, wir werden natürlich alle Fragen beantworten, aber aus Zeitgründen werden wir das im Nachhinein
Gang machen. Also sämtliche Fragen, die jetzt im Chat drin waren, werden kurz und knackig beantwortet und werden in den nächsten Tagen dann auf der Homepage www.salzburger-almrin.at einsehbar sein. Liebe Rudi, meine Bitte schon dahingehend, dass ich dir in Richtung der Fragestellung nochmal kontaktieren darf. Ja gut, Rudi, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du zur Verfügung gestanden bist für dieses Webinar. Du hast mir erzählt, du bist zu Beginnzeiten von Tiroler Almrind auch mit dem Meier Matthias in Tirol unterwegs gewesen und hast da Fachvorträge gehalten. Das war noch die Zeit vor der Webinare. Und ich glaube, gerade für solche speziellen, fachspezifischen Themen macht es durchaus Sinn, dass man sich einfach im Zuge eines Webinars zusammenschließt. Auch wenn man natürlich deren anders Veranstaltungen brauchen und auch haben werden. Aber ich glaube, für solche Dinge ist das wirklich optimal. Vielen Dank für deine Ausführung, für deine praxisnahen Ausführungen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele wichtige Dinge reingewiesen, die unsere Landwirte bei den Betriebsbesuchen einfach massiv beschäftigt haben. Dankeschön an dieser Stelle. Mhm. Gut, ein paar Fragen, was auftaucht, sind im Chat, das kann ich jetzt auch verraten, sind in Richtung Fresser, Produktion, Fresser, Verfügbarkeit gegangen. Du hast zu Beginn gesagt, Rudi, es wird eine der größeren Herausforderungen auch auf die Betriebe dementsprechend Tiere hinzubekommen. Und im Endeffekt haben wir ja, wie wir im ersten Webinar schon gesehen haben, wir haben ja eigentlich drei Varianten, wie wir in der Mast vorgehen können oder wie wir einstellen können. Die Mastop-Einstellkalb, die Mastop-Fresser und die Mastop-Einsteller. Und da möchte ich einen Ausblick geben, was Themen sind, was uns weiter beschäftigen. Und wir wollen das ganze Thema Salzburg-Almrind auch mit fachspezifischen Vorträgen, Webinaren in Zukunft füllen. Ich möchte dazu sagen, dass alle Webinare, die wir halten, also das erste und heute auch das zweite, in Zukunft dann auch auf der Homepage drauf ist. Also bitte, liebe Webinar-Teilnehmer, die was, wenn ihr jetzt dabei seid, macht es ein bisschen Werbung, verzählt es weiter irgendwelchen Berufskollegen, wenn ihr denkt, das war oder für den interessant, bitte gern den Hinweis weitergeben. Ein ganz konkretes Beispiel, was wir uns in Zukunft anschauen werden und wo wir gerade das Webinar in Planung haben, passend zu dem Foto, was da am Bildschirm seht, da geht es praktisch um die Mastab-Einstellkalb und vor allem geht es um das Thema, wir haben in Salzburg einen sehr, sehr hohen Anteil an Biobetrieben und da ist natürlich nicht ganz so einfach, wie funktioniert das Einstellkalb zum Biobetrieb hin, er kann ja keinen Milchaustausch erfordern und das Thema hat uns auch beschäftigt in der ersten Runde und wir sind da derzeit im Selbstversuch, hätte ich fast gesagt. Der Johannes Siller hat nämlich auf dem eigenen Betrieb daheim, ist auch ein Biobetrieb, diese 6 Kälber eingestellt vor 3 Wochen. Die Kälber sind ungefähr 5 Wochen alt gewesen, werden ein bisschen über 85 Kilo gehabt haben, stammen alle 6 Kälber von einem Biobetrieb, weil wir da das Ziel probieren, Biofresser zu erzeugen. Und wenn sich jetzt die Frage stellt, wie geht es, Biofresser zu erzeugen ohne Vollmilch? Wir sind draufgekommen, dass es sehr wohl einen Bio-Milchaustauscher gibt, einen Bio-Vollmilch-Austauscher, der an und für sich als Rohstoff für die Schokoladenherstellung bzw. als Rohstoff für Babynahrung grundsätzlich gedacht ist. Dieser Bio-Vollmilch-Austauscher kombiniert mit Bio-Kälber-DMR und einen Bio-Kälber-Vital-Trink, heißt es, soll es ermöglichen, wirklich auch für die Bioschiene was anzubieten, da wo auf die Betriebe kein Vollmilch daheim ist. Ja, also wirklich, wenn sich Betriebe für diese Kalbinnen- und Ochsenmast interessieren und die wirklich das gerne machen, Mast ab Einstellkalb, wir sind da gerade beim selber probieren, wie das funktioniert. Die ersten 3 Wochen sind vorbei. Der Johannes sagt, es läuft einwandfrei. Die Kälber sind mittlerweile kastriert und enttarnt.
Und wie gesagt, wir werden diese Erfahrungen, was wir da sammeln, in einem nächsten Webinar teilen, einen Praxisbericht geben und vor allem auch die Wirtschaftlichkeit bzw. die Kosten analysieren. Was wir vorweg schon schicken können, wir arbeiten da natürlich noch einen vorgegebenen Tränkeplan. Also die Kostenseite hält sie in Grenzen. Also wir hätten da wirklich mit einem höheren Einsatz gerechnet, vor allem was das Bio-Vollmilchpulver betrifft. Aber wie gesagt, wir wollen da nicht über ungelegte Ohren reden, sondern wir wollen einfach top warten, bis wir da Daten und Fakten haben. Und die Planung ist, dass wir irgendwann im Oktober, November wieder auf Eng zukommen werden und mit dem nächsten Webinar, wo es um die Fressererzeugung geht, aber nicht nur im Biobereich, sondern auch im konventionellen Bereich, wo wir wieder auf das Thema aufmerksam machen wollen. Gut, zu allerletzt möchte ich mich nochmal bedanken, lieber Rudi, bei dir für diesen Vortrag. Möchte mich aber bei zwei ganz recht herzlich bedanken, die jetzt im Hintergrund gearbeitet haben, beziehungsweise die auch für das Programm im Hintergrund fest mit uns zusammengearbeitet haben. Das ist einmal die Lisa Rieder und der Herbert Astl von der Firma FarmLives. Die Lisa Rieder hat uns tatkräftig unterstützt, wo es um die Logo-Kreierung bzw. um das Produktdesign gegangen ist, dass das dann wirklich so ausschaut, wie man es auch, wie es der Silla Johannes präsentiert hat. Und lieber Herbert, bei dir möchte ich mich auch bedanken. Du sitzt im Büro weiter, bist zuständig, dass die technischen Details funktionieren, dass wir bei allen Bildschirmen daheim sicht- und hörbar sind. Ja, geschätzte Zuhörer, das war's gewesen. Das war das Webinar zum Thema grünlandbasierte Mast von Ochsen und Kalbinnen. Ich hoffe, dass interessante Aspekte dabei gewesen sind. Wie gesagt, das Webinar ist zum Nachschauen ebenso die Fragen. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören und möchte mich auch hierzu einladen für eine nächste Webinarreihe. Ein gutes Heimkommen brauche ich Ihnen nicht wünschen, aber eine gute Nacht und Dankeschön fürs Zuhören.